Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom One-on-One. Heute Gast ist eine EM Silber- und Bronzemedaillengewinnerin sowie eine grosse Hoffnung für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Die Rede ist von der Schweizer Wasserspringerin Michelle Heimberg. Michelle, Wasserspringerin, das erste Mal schon richtig gesagt. Silber an der EM 2017, Bronze 2019. Die jetzige EM hast du vielleicht etwas anders vorgestellt, oder? Ja, also es ist schwierig zu sagen, weil die Saison ist nicht ganz einfach gewesen. Ich hatte auch ein bisschen gesundheitliche Probleme zu kämpfen gehabt. Und ich denke, jetzt mit so einer Bronzemedaille können an der EM die Saison beenden, ist natürlich mega cool. Weil es ist auch mixed Single, haben wir nie gross zusammen trainieren und das jetzt für eine Medaille gelangt hat, sind wir schon umso besser gewesen. Ja. Gesundheitliche Probleme, was hast du gehabt? Ja, also ich bin Anfangsjahr bin ich noch so krankheitlich ein bisschen ausgefallen. Und gerade vor der EM sind rund zwei Wochen vorher schon die WM gewesen und dort hatte ich Ohrentzündungen gehabt. Habe nachher auch mit Mixed Single haben wir leider nicht starten und darum nachher eben recht froh gewesen, jetzt für die EM gleich nochmal gelenkt. Jetzt bist du an der EM gewesen. Wie gross ist der Unterschied dort noch zur Welt? Mhm. Also der Unterschied ist sicher schon nochmal ein Schritt, weil gerade die Chinesen, die Amerikaner, die von Kanada sind sehr, sehr stark. Gerade die Chinesen sind eigentlich immer ziemlich unschlagbar, weil bei ihnen ist auch bekannt, dass sie nicht nebenan vom Sport noch etwas machen, sondern wirklich die trainieren einfach den ganzen Tag. Und von dem her ist schon noch ein rechter Step, aber ich glaube auch in Europa ist das Niveau wird auch immer höher. Und von dem her ist es auch nicht mehr so gross, dass wir uns amigs wirklich nochmal recht Druck mitmachen für die WM. Also die ganze Welt wird Olympische Spiele 2020 zu Tokio sein. Auf deiner Webseite steht Olympische Spiele 2020, mein grosses Ziel. Ja, was ist denn dort dein grosses Ziel? Einfach dabei sein oder spielst du da schon Medaillen? Nein, also ich denke, jetzt 2020 ist sicher mal Teilnahme plus die Erfahrung. Und nachher werde ich sicher weitermachen. Es ist nicht so, dass ich nachher sage, der Traum hat geklappt, ich höre jetzt auf. Sondern auch 2024, 2028 wird sicher noch mal teilnehmen. Und ich sage auch immer, welcher Sportler träumt nicht von einer olympischen Medaille? Das ist das Schöne bei dir. Man weiss, wenn alles normal läuft, das wird nicht die letzte olympische Spiele sein dort. Spielt es eigentlich eine Rolle, wo du springen tust? Oder ist das immer gleich? Also, wenn du es jetzt so vergleichen weißt, mit den Skifahrern, die vielleicht so ihre Lieblingspisten haben oder eine spezielle Abfahrt, spielt es bei dir überhaupt eine Rolle? Bei uns ist einfach der grösste Unterschied, ob der Wettkampf drin oder draußen ist. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und sonst kommt es von der Halle immer. Wir merken schon recht den Unterschied von den Brettern. Also es gibt harte Bretter, es gibt weiche Bretter. Das ist so der Unterschied. Aber sonst, ich glaube, so gross wie zum Beispiel beim Skifahren, haben wir nicht den Unterschied wo mit dem Untergrund, der immer variiert. Bei uns ist es eben einfach so ein bisschen drin oder draußen, weil draußen hast du halt die Faktoren vom Wind, es kann regnen. Das ist noch, wo kann zur Challenge werden. Ist das ein grosser Unterschied für dich? Musst du den Sprung fest anpassen oder ist es einfach irgendeine Kopfsache wie bei den Leichtathleten? Ja, oder ausredmässig, ja, heute hat es ein bisschen geregnet, darum bin ich nicht so schnell gelaufen? Es ist mehr so ein bisschen, ich glaube, es daran gewöhnt. Also wenn wir draussen Wettkampf haben, dann schauen wir sicher, dass wir schon früher ein bisschen anreisen und draussen trainieren können. Weil es ist bei uns vor allem, was draussen Unterschied ist zu drinnen, draussen ist einfach wirklich alles blau. Und das ist gerade bei den Drehungen innen. Wir zählen eigentlich mitzählen, also wir nach jedem Salto sehen wir etwas und das ist das halt wirklich sehr schwierig, dass du irgendetwas siehst, weil alles blau ist und dass die Öffnung nachher am richtigen Ort machst. Weil es ist schon über Gefühl, aber auch über das Sehen und das ist so ein bisschen, wo wir eigentlich früher anreisen, damit wir eben genau das noch ein bisschen feintunen oder eben umstimmen vom Unterschied zur Halle und draussen. Spannend. An der EM19 jetzt eben, hast du schon angesprochen, die Bronzemedaille hast du im Synchron geholt mit dem Jonathan Sukhoff. Ist an Genf, wie sind ihr zueinander gekommen? Wie habt ihr euch gefunden? Also ich trainiere, also 2016 trainiere ich zu Genf und dann sind wir eigentlich so ein bisschen einfach am Anfang zusammen trainiert und dann mal gesagt im Training, du probieren wir es aus, wieso nicht? Und dann hat es eigentlich recht gut geklappt und haben so, seitdem machen wir jetzt die Wettkämpfe zusammen. Es ist nicht immer einfach, weil er studiert eigentlich in New York und darum trainieren wir einfach kurz vor Wettkämpfen zusammen. Und ja, aber es macht uns wirklich beide mega Freude und darum machen wir es eigentlich noch so den Wettkampf, auch wenn es nicht olympisch ist. Machen wir es trotzdem, ja. Was ist dort eigentlich wichtig bei der Partnerwahl? Müsst ihr euch auch abseits vom Wasser gut verstehen oder ist es euch völlig egal? Nein, ich denke, es hilft schon. Also ich verstehe mich mit ihm wirklich mega gut und das ist auch gerade in der Wettkampfphase, in der Druckphase, wo einander kannst anschauen und du weißt, was im anderen vorgeht. Und ich denke, das hilft sicher auch, weil wenn du dich nicht wirklich gut verstehst, dann bist du auch nicht bereit, wirklich einander anzupassen oder aufeinander einzugehen. Und bei uns ist es sicher auch, weil wir eben vor der Wettkampf hat die gleiche Trainerin, hat die gleiche Technik auch schon.
Und von dem her ist sicher auch, das ist auch ein bisschen unser Vorteil, dass wir das schon haben. Ja. Wie ist die Konkurrenz jetzt im Synchron? Ist das so ein bisschen die Disziplin, wo man sagen kann, wäre jetzt 2020 am ehesten der Explo-Medaille möglich? Ja, es ist schwierig zu sagen, weil es ist recht neu im Programm, das Synchronspringen. Aber seit 2-3 Jahren haben sich wirklich auch sehr viel darauf fokussieren. Und es ist gleich auch, also der WM musst, es sind sicher amigs etwa 14-15 Teams am Start. Also ich glaube, das Niveau wird auch immer höher. Aber ja, es ist eben noch nicht olympisch, in Tokio noch nicht im Programm, aber vielleicht kommt es 2024 rein. Und ich denke, das wird dann sicher auch das Ziel sein, dass wir dort zusammen teilnehmen können. Wie darf ich eigentlich ein Training mir vorstellen von Wasserspringen? Ich gehe nicht davon aus, dass ihr die ganze Zeit auflaufen, abspringen, auflaufen, abspringen. Ja, es ist sehr vielfältig. Wir haben sicher, der eine Teil ist sicher das Wassertraining, aber wir haben nebenan sind wir auch noch einmal in der Woche in der Kunststundenhalle, es ist das Krafttraining, das dazukommt. Wir haben zum Beispiel für die Haltung, weil bei uns zählt, sobald du das Brett kommst, wir bewerten die Kampfrichter, darum haben wir auch noch Ballettunterricht. Okay. Und ja, es ist sehr vielfältig. Und wir haben eigentlich vor jedem Wassertraining haben wir sicher noch eine Stunde, wo wir in der Turnhalle sind und dort auch solche Trockenübungen, Kraftbeweglichkeit so trainieren. Wie zeitintensiv ist das Ganze? Wie viele Stunden trainierst du? Also in der Woche sind es zwischen 20 und 24 Stunden, okay, wo ich trainiere. Kannst du vom Turmspringen leben? Ist das möglich über Sponsoren? Schaffst du nebenbei? Hast du Glück, dass dir die Eltern helfen können? Wie ist das so? Ja, also eben, Wasserspringen ist eine rechte Randsportart in der Schweiz. Davon leben kann ich nicht. Ich weiss, ob ich es auch jemals wird können. Aber ich mache es eigentlich auch nicht wegen Geld. Ich mache es wirklich, weil es eine Leidenschaft ist, weil es mir sehr viel Freude macht. Und es ist nicht gerade günstig, weil wir haben sehr viele Wettkämpfe im Ausland. Jetzt vor allem in der Elite sind die meisten Wettkämpfe sind irgendwo in Asien, also Malaysia, Singapur, China oder auf der anderen Seite dann in Kanada. Und ich glaube, im Moment ist sicher der grösste Teil, wo die Sporthilfe mich unterstützt. Dann kantonal habe ich vom Aargau, wo mir noch hilft, dann von Genf auch noch. Und sonst, ja, ein grosser Teil ist sicher auch die Eltern, die mich unterstützen. Und sonst nebenbei arbeiten tue ich nicht, sondern ich bin noch in der Schule, also ich schliesse noch die Matur ab. Und ja, so komme ich eigentlich über die Runde. Wie bist du alterstechnisch unterwegs? Kannst du Turnspringen bis 50 oder wo ist da die Limite gesetzt? Gerade zum Beispiel im Freestyle oder so, ist man ja dann mit 25 schon ein alter Hase und beendet die Karriere. Bei uns ist eigentlich so, du bist im Topalter, bist eigentlich erst etwa mit 24, 25. Und es ist auch in Rio, die älteste Springerin war 40, die teilgenommen hat. Also du kannst sicher recht lang springen. Ich habe jetzt nicht gerade geplant, dass ich sicher bis 40, 45 springe. Aber solche Topspringen, die jetzt an der Weltspitze sind, die sind um 24, 25 herum. Wie ist es möglich, dass ein 13-jähriger Oleksi Sereda Europameister wird bei euch? Wie geht das? Das ist wirklich sehr faszinierend. Also, er ist sicher ein Ausnahmetalent. Und bei unserer Sportart ist es noch etwas ein einfacher von der Plattform. Du bist in jungen Jahren, kannst du sehr schnell mal an die Spitze kommen. Weil auf dem Brett ist mehr, wo du auch noch etwas Kraft brauchst, dass du wirklich die Höhe hast. Und ich denke, bei ihm, es ist sehr schwierig zu beschreiben, er ist sicher eben, wie gesagt, ein Ausnahmetalent. Und ja, ist jetzt in der Ukraine daheim einfach alles aufgegangen bei ihm, ja. Aber schießt dich das persönlich nicht ein bisschen an, dass jetzt so einer kommt in diesem Alter und irgendwie, weißt du, du schaffst ja auch all die Jahre, wie alle anderen, und dann kommt einer, der eigentlich so von den Jahren her am wenigsten geschafft hat, dann kommt einfach Gold. Es geht, es ist schwierig zu sagen. Also ich mache es ihm sicher gönnen. Und ich denke, bei ihm ist es so die Schwierigkeit, dass er zusammen aufpassen muss. Das haben wir schon ein paar Mal im so Wasserspringen, dass mit 13, 14 sind ja der Spitze und nachher hörst du nicht mehr viel von ihnen. Weil es ist auch, jetzt kommt er sicher nach in Pubertät und verändert sich auch der Körper. Und dort ist sicher nachher auch für die Trainer oder für ihn eine Challenge, dass er das schafft, sein Niveau zu behalten. Weil bei vielen geht es nachher halt hinten raus, weil sie eben mit dem Körper nicht zu Schlag kommen. Oder wenn der Erfolg zu früh kommt, dass nachher wie abhängiger Druck zu gross wird. Und darum hoffe ich sehr für ihn, dass er das schafft zu managen. Ja. Was hast du neben Wasserspringen noch für Talent? Neben Wasserspringen noch für Talent? Also ich frage dich das eigentlich wegen so Sachen wie 1. August Rede halten, Co-Moderatorin an Symposium, wo du warst. Ja. So ein bisschen die, ja, so Reden vor Leuten, moderative Adern. Ja, also ich mache es volljährig, sorry, und dann am Unterbrechen. Ja, nein, also ich mache es sehr gerne. Also jetzt eben auch für das Symposium, wenn ich 1. August rede,
bin ich angefragt worden und ich habe das sehr gerne angenommen, weil ich gebe auch gerne etwas Leute weiter, also auch von der Sportart so ein bisschen erzählen, weil ich finde, es ist zwar eine Sportart, aber immer wenn es mal irgendwo im Fernsehen kommt, sagen alle, oh, mega lässig, schade, kommt es nicht mehr. Und ich glaube, man muss auch die Chance nutzen, dass man es ein bisschen publiker machen kann. Oder, ja. Aber ich glaube, es ist sicher auch so ein bisschen der Unterschied, dass ich es gerne mache, weil es sagen sehr viele, oh, hast du nicht schon Angst, bist du nicht schon aufgeregt? Und für mich ist es einfach so ein bisschen, nein, ich mache es gerne. Also auch von der 1. August jetzt sind viele Leute gekommen, bist du nicht aufgeregt, so vor so vielen Leuten reden. Und für mich ist es einfach so, nein, ist okay, ich gebe gerne eine Botschaft weiter. Und darum, ja. Ich war nicht an diesem Symposium. Es ging so um Winner-Mentalität, ja. Mentales Training gegangen. Gib mir mal schnell kurz eine Zusammenfassung. Was hast du dir erzählt? Ganz kurz. Ja, also es war wirklich sehr spannend, auch mit den Leuten, die dabei waren. Und so die Zusammenfassung war eigentlich, dass mit dieser Winner-Mentalität, dass man einfach mit viel Fleiss und Disziplin auch zum Winner werden kann. Und eigentlich nie aufgeben soll. Es war auch sehr spannend, was eben zum Beispiel Patrick Fischer erzählt hat. Annette hat viel Einblick gegeben, es waren auch noch Mentaltrainer vor Ort. Und ich glaube, es war sicher eine super Sache. Ja. Und es ist auch für mich persönlich, wo ich auch noch neue Sachen lernen konnte, zum Beispiel eben von einem Eishockey-Trainer, der schon viel Erfahrung hat und Erfolg gefeiert hat, wo mir auch so ein bisschen Inputs geben konnte. Das Reden ist einfach grundsätzlich das Talent von dir. Ja, ich glaube, es ist mehr so, dass ich das einfach gerne mache und das ist, ja. Schreibst du gerne? Ich glaube, reden lieber als schreiben, aber wenn ich so ein bisschen mal reinkomme, dann fällt es mir eigentlich auch recht einfach. Ja. Ist denn das so ein Traumjob für dich, vielleicht mal nach der Karriere? Journalismus, Politik, Moderatorin? Ja, also ich habe schon studiert Politik nicht gross, aber mehr so ein Journalismus. Und ich bin im Moment so im Schwanken zwischen Medizin und Journalismus. Okay, also das ist so die Überlegung, was studieren wirst, Medizin oder ja. Doch eher ja. Journalismus? Ja. Ja, ich also mache Medizin. Fall 7 times, stand up 8. Dein Lebensmotto? Mhm. Ja, das ist eigentlich so mein Lebensmotto geworden, weil ich auch vorher Kunst und dann Kunst gesundheitlich müssen aufhören. Und dort war es auch so, gewesen, dass ich immer so ein bisschen auch eben die erste Verletzung kam, habe ich weitergemacht. Dann die zweite Verletzung habe ich leider nicht mehr weitermachen. Mhm. Aber dort ist es so, als ich mit dem Kunst aufgehört habe, ist das so ein bisschen der letzte. Der letzte Spruch, den meine Trainerin damals auf den Weg gegeben hat. Und seitdem ist das eigentlich so ein bisschen mein Motto geworden. Mischa, zum Abschluss möchte ich dich bitten, mir noch Sätze zu beenden. Ich gebe dir die Einleitung und du machst ja. Einfach fertig. Ich bin stolze Aargauerin, weil... Weil wir eine super Rüebli-Torte haben. Also nicht wegen, nicht wegen dem Nummernschild oder so. Sorry, als Zürcher muss ich da. Okay. Wenn ich auf dem Sprungbrett stehe, denke ich... Denke ich nur noch an den Sprung. Okay. Und da deine Zelle im Kopf und Wiederholungen. Ja. Gut. Am Morgen blockiere ich das Badzimmer für? Ich würde schnell duschen und nachher... In Minuten oder Stunden? In Minuten... 10 Minuten. 10 Minuten, okay. Ja. Kein Problem. jetzt verkünde ich da exklusiv öffentlich das... Das... Ich mein Bestes wird geben, dass ich es auf Tokio wird schaffen. Genau, Christus, das so. Michelle, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir danke natürlich, dass das mit Tokio klappt. Wir werden sicher ein Auge auf dich halten. Danke. Merci vielmals. Danke. Das war es wieder von One on One. Besten Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.